Hallo und wieder recht herzlich willkommen zu Fallout 76 zu so später Stunde, das heißt also im Real Life, mit dem Neo 83. Hallo. Und dem Lexi. Hallo. Und wir sind gerade dabei, noch ja, ein paar Challenges zu erledigen. Der Psycho-Dead ist ausgestiegen, der verrückte Hamster ist schon vor geraumer Zeit ausgestiegen. Wir kämpfen hier wacker und tapfer weiter. In der Hoffnung, noch ein paar Örtchen zu entdecken und natürlich EP zu machen. Und wir vertreiben uns die Zeit mit Challenges und EP sammeln bis zum neuen Event. Oder nein, bis zur neuen Geschichte Wastelander. Wo wir natürlich alle drauf warten. Und ich renne jetzt dem Neo hinterher. Ich bin wieder mal überladen und zu fett. Ich wiege 333 zu 295. Hey. Und wieso habe ich eigentlich... Ach so, ich brauche ja bloß eins machen. Dann bin ich auch schnell. Ah. Ich will aber meine Unterrüstung schonen. Und deswegen muss ich sagen, reiße ich immer so ein bisschen... Ah, jetzt sieht es schon ein bisschen besser aus. Los geht's. Ja, ich will immer ein bisschen meine Unterrüstung schonen und gehe lieber in der Powerrüstung, weil die mehr abkann. Ich brauchte natürlich auch bloß meine eine Karte zu... Wie bist du da? So, jetzt. Ich hätte meinen Sniper mal mitnehmen müssen. Hab ich. Der versteckt sich. Und ich habe ihn trotzdem gekriegt. Neo, wo bist du hin? Ich bin bei der Nuka-Cola-Fabrik und überlege gerade, wie wir da aufs Dach kommen. Oh weia, und ich bin hier... Das ist aber ganz schön hoch hier. Ich muss doch wieder meine Power-Rüstung anziehen. Das ist mir zu gefährlich, hier runter zu hüpfen, oder? Oder? Ach Quatsch, ich kann ja hier vorbeigehen. Na Jungs, was habt ihr hier dabei? Kronkorken habt ihr dabei. Lose Schrauben und eine Planke haben sie für mich gehabt. So, wo ist der andere? Oh Mann, ach, hier war doch noch ein Auto. Eine Kiste? Ne, eine Granate brauche ich nicht. Granate, Waffen? Wo ist die Granate? Die habe ich gar nicht mitgenommen. Schmutziges Wasser? Wo ist die Granate? Kammerjägers. Also manchmal ist es schon ein bisschen suspekt hier. Hier war doch nicht jemand hinterm Baum. Wo sind denn die? Da unten ist die Nuka-Cola-Fabrik. Ich komme gleich runter. Ich will hier bloß noch ein bisschen Elute machen. Ja. Schade, kommt nicht. Ich bin schon offen da. Alles klar. Mal gucken, ob ich nochmal reinkomme. Nee, ne? Ich glaube, ich war hier noch nie oben drauf. Ja, das interessiert mich auch mal. Ich wusste gar nicht, dass es hier hoch geht. Augenbots, die haben mich hier angegriffen. Ist denn das die Possibility? Oh, was ist das für eine Textur? Oh! Was ist denn das? Das muss ich mir mal angucken. Das habe ich aber auch noch nicht gesehen hier. Diesen Flussbett, was auch immer das sein soll. Da muss ich mal gucken, komm. Sail? Oder ist das... Was ist denn das? Gatter Tür, die kann ich aber nicht aufmachen. Fehlt das mir ist das eine Brücke? Nenu?
Du bist gar nicht. Ach, Lexi kommt da hinten an. Wollte gerade sagen. Da oben bin ich rübergegangen. Ich bin hier einmal im Kreis gegangen. Nee, das ist okay. Jetzt bin ich aber mal ein bisschen neugierig. Jetzt bin ich aber neugierig. Ja. Ich meine, das ist das, was ich immer wieder faszinierend finde. Die haben hier aber auch Details eingebaut, oder? Lieber Mann, so. Da kann ja einer meckern, so viel er will. Was wir heute schon hatten, das Thema. Das Programm ist ja auch sehr komplex. Also, meine Güte. Na klar, schleichen sich hier ein paar Sachen ein. Und die grämen einen manchmal. Aber man wird auch immer wieder entschädigt, muss ich sagen. Ja. Also für mich ist das so. Ich finde es immer wieder interessant hier. Ich wollte gerade sagen, ich finde es immer noch genial. Immer noch genial. So sehe ich das genauso. Und gibt es hier was im Flussbett, was Schönes? Ich bin hier gerade beim Suchen, ja. Hier bin ich mir noch nicht gewesen. Hier steht zum Beispiel ein Geländer an der Wand. Einfach so. Ja, und hier eine Brücke, die hier runter... Ah ja, eine eingestürzte Brücke. Hat jemand Schlossknacken Skill 1 von euch? Ja. Ja, ist nicht so. Auch. Scheint auch ein Kronkorkenpaket dahinter zu sein. Okay. Komm aber leider nicht rein. Bist du schon oben? Ja. Ja, ja, ist schon da oben. Die Nuka-Cola-Fabrik, muss ich sagen, habe ich schon lange nicht mehr aufgesucht. Ah, hier ist auch einer. Was ist da? Ja, so Korkenpaket. Ja, ja. Ich mache jetzt auch mal die komische Karte rein hier. Wie heißt das? Kurator oder wie? Nee, der Steuerberater, ne? Steuer. Nee, Kurator ist ja hier Ratte. Steuerberater. Wo war die drin? Bei Glück, aber die habe ich gar nicht. Wo war die drin, die? Bei Glück müsste das gewesen sein. Steuerfahren. Aber da muss er wieder 3 Sterne machen. Ja, habe ich, aber da muss ich einen Klassenfreak rausnehmen. Ach, wie Kronkorken habe ich genug, oder? Ich nicht. Aber ich brauche die bloß einmal rausnehmen. Negative Effekte deiner Mutation, 15 Bonus. Ich nehme die blutiger Tod mal raus, setze einen Steuerfahnen da rein. Und gehe jetzt mal runter. Hier unten, sagtest du, war das drin, ne? Es klingelt aber noch nicht. Hier ist eine Kronbox, Kronkistenbox, sagst du? Kronkorkenbox? Ja, dort im Monitor drin, der dort steht. Tatsächlich. Da kommt der Computer. Jawohl, das hat sich schon mal gelohnt. Meine Reisekosten habe ich schon wieder drin. Blutiger Tod habe ich jetzt raus. Mal sehen, was das bringt. Ja, die Waffen sind ganz schön weit runter. Lexi, wo war die nächste Box? Ja, oben bei mir, aber da müsst ihr die Tür aufmachen erst. Ach, das weißt du schon, oder was? Ja, ich hab hier einen Ping. Das ist auch wie. Also. Zeigt zumindest dahin. Ob's so ist, werden wir sehen, wenn die Tür aufgeht. Wie es so schön heißt. Na. Hier nehmen wir die Laterne. Ja, diese Mutationen sind kernig, ne? Ja, also bis jetzt ist einwandfrei, finde ich. Wir haben schon vorhin drüber geredet mit dieser Empathie. Ja. Empathie ist, glaube ich, die einzige Mutation, die so nicht wirklich was bringt. Okay. Weil da überwiegt dann wirklich der negative Effekt. Ach so, alles klar. Ja, ja. Ja. Ja, gut. Also, du stehst jetzt die ganze Zeit hier oben ich und wartest auf uns, hättest eigentlich eine Skillkarte tauschen müssen, oder? Genau. Ja. Oh nein, diese Vorwürfe, wie ihr wieder. Da kannst du mal sehen, wie faul ich bin. So, ich hab hier von hier irgendwo einen Ping. Hier auf dem Tisch? Ach, da. Ach, hier. Ja, ich hab
15 plus 20 rausgeholt. Na warte, ich gehe auch gleich ran da. Ich brauche keinen Red Axe, das schmeiße ich gleich weg. Plastikschale kann ich. Ich glaube, ich war hier noch nie drin in dem Raum. Nee, hier, das sagt mir auch nichts. Oh, hier ist noch ein Safe. Jetzt kann ich ja mal die Box probieren. Jo, das hat sich gelohnt. Leg dir mal 45er noch in hier. Okay. Oh, vielen Dank. Bitte, bitte. Redex, braucht das jemand? Oder von wem? Nee, habe ich gerade hingelegt, das brauchte ich nicht. Ich hau das sonst immer in meinen Verkaufsautomaten, aber ich muss mich noch ein bisschen erleichtern im Moment gerade. Muss ich auch mal erleichtern. Ja. Klick mal eine Mini hier. Wo lege ich sie hin? Ja. Nee, nee, du die Chance. Ist, hier um der Ecke ist noch ein Bauwagen, da ist noch ein bisschen schönes Zeug. Ein paar Kisten, zwei Kisten und Munitionskiste und. Ja, genau. Und Tasche. Habe ich schon mal da drüben. Ja, Schrottpatrone war da drin, genau. Ja, das kenne ich. Also wie gesagt, wir sind hier tatsächlich so ein bisschen für unsere lieben YouTuber ein bisschen so unterwegs, um mal ein bisschen zu gucken. Ja, es wird ja alles mal anders werden. Vor allen Dingen, wenn ich jetzt abstürze und gestorben bin. Oh, ich bin direkt auf einem Safe gestorben. Da wollte ich hin übrigens. Deswegen bin ich da runtergesprungen. Das war's. Ach, jetzt muss ich da runterkommen? Na, Mann. Bist du schon tot, oder? Nee, noch nicht. Ich habe noch 14, na, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ah. Wird ja erstmal ein Whisky wieder drüber gegossen. Danke. Ach, du machst es immer. Deswegen bin ich so ein Alkoholiker geboren. Well. Da hat hier einer einfach ein Safe in die Mülltonne geschmissen. Sag dir doch. Und mal sehen, was da drin ist. Das sieht cool aus, wie du in der Luft da gerade. Stimme hat er. Medex. Metallrüstung, jawohl. Ich danke dir. Muss ich wieder bis da hoch? Gibt so viel zu entdecken, ey. Ja, also hinter den Kraftwerk war ich auch noch nicht. Ja. Wow, ich muss gleich mal rein da. Voll lauter Neugier. Ich weiß gar nicht, wann wir das letzte, das ist schon ewig her, dass wir da mal rein waren. Na, zuletzt, wo wir den Dome Key gemacht haben. Da haben wir das gemacht. Aber das haben wir, glaube ich, nicht aufgenommen. Doch. Ja. Ist noch ein Grundkorkenpaket hier oben. Warte, ich komm hoch. Jetzt habe ich sie erwischt. Na, ich brauche auch noch ein paar EP, so ist es nicht. Ich komme gleich, die Kronen kommen. Was war das eben? Das war gut hier. Ich habe eben meinen Pip-Boy angemacht. Und dann sieht das aus, wenn hier im Vorraum, also im Foyer, der Kronleuchter angeht hier. Wie sieht meine Waffe aus? Das sieht gut aus. So, ich will mal ein paar Jungs hier abknipsen.
Eichhörnchen am Stiel. Ich brauche sowieso noch. Was lachst du? Nee, ich weiß nicht, das sag ich. Ja, nee, guckt mir zu, wie ich vom Haus runterfalle. Ach, Freiland, Alter. Laut unserem letzten Hase kann nicht hoch genug sein. Der Umsatz von Snacks der Hase. Ist Bugs Bunny verstorben, oder was? Von der Karte, dass die Nachfrage in den nächsten Geschäftsjahren weiter steigt. Wieder gut, ne? Unsere ersten Experimente werden sich der Wiedereinführung Kohlensäure... Ja, jetzt er hilft. Was? Oh. Jetzt hat er es geschafft. Der hätte die Waffe einstecken sollen, wäre besser gegangen. Ah, hier ist es. Aber was haben uns hier die Gegner fertig gemacht damals? Alter Verwalter, Alter. Hier in der Nuka-Cola-Fabrik war das hier mit diesen Turrets? Ne, hier waren keine Turrets, ne? Was? Hier? Achso. Davon, wenn du mich auch angreifst, Blindfisch. Nicht den Verlauf. Warte mal, ich muss mal meine Karte wechseln. Steuerfahnder mal rausnehmen und blutiger Tod wieder reinmachen. Ihr spinnt ja wohl, aber. Verrückten Kerle hier. Und jetzt ist natürlich wieder mehr Power drauf mit meiner Wumme. Hey. Meine Mauspads, diese Aufklebbaren, die wellen sich langsam hoch hier. Und dann, also ich, das ist schon das, die kostet mal ein so ein Ding, 10er, aber nach einer Zeit, wenn du da mit dem warmen Arm oder so drauf gewesen bist, dann löst sich das wieder vom Tisch. So, das ist auch so eine Sache, finde ich auch schade. Die sind eigentlich gut, weil die direkt eben mit dem Tisch sind, ne? Oh, hier ist Stahl, ein Haufen Blechbüchsen kannst du hier mitnehmen. Ich kann bloß nichts... Boah, kann bloß nicht so viel tragen. Also hier kann man auch gut Stahl farmen. Und Kronkorken. Oh, und Radioaktivität. Und Wasser. Radioaktivität ist doch die wichtigste Zutat bei der Nuka-Cola. Ja, ich weiß. Atomare. Oh. Hau rein. Ich bin jetzt in den Schornstein reingefallen. Oh, und? Verstorben? Nee, aber ich komme irgendwie nicht mehr raus. So hoch kann ich gar nicht. Neo. Oh, ich weiß gar nicht, wo ich zuerst gucken soll. Hier sind so viele. Hilf mir. Neo, du musst in den Schornstein kriechen. Soll ich denn da jetzt hinkommen? Nee. Da hilft schon erstmal nur ein Jetpack. Ich hoffe, das klappt. Hast du ein Jetpack mal dabei? Ja. Okay. Wie bist du überhaupt da rüber gekommen? Andere Seite. Ja, was macht so ein Junge einfach nur, wenn er mal so irgendwo hingeht? Nee, nee, du. Das ist der Hoppelhase. Ne? Jetzt fliege ich wieder raus und wieder rein. Gar nicht. Nee, wo bist du? Da oben. Ach, bist du oben gegangen. Du kannst hier nicht über, wenn du das Tor nicht aufschließt, über diese Gitter rüberspringen. Das geht nicht. Obwohl du Mutation hast, du kannst hier nicht rüberspringen. Du musst dieses beknackte Tor knacken. Skill 2 und du hast Skill 1 im Dussel. Nein, das werde ich jetzt nicht wechseln. Noch nichts wegen zwei Coca-Cola-Flaschen, hätte ich bald gesagt. Nuka-Cola-Flaschen. Verdammt, ey. Doch, ich werde es doch machen. Boah, ist das gemein, ey. Lacht jetzt nicht. Ich glaube, Neo, es ist nicht gewollt, dass wir auf diese Flasche hier hochkommen. Sag mal, wo waren die Skills drin? Bei... Ganz vorne. Beim zweiten hier an Ausdauer. Bei Gewehrschütze. Meister genau. Gewehrschütze. Taste die Einbrecher-Skills. Einbrecher, dann
den rein, das reicht. Abgebrochen, ich habe meinen Fingernagel abgebrochen. Komm, das muss. Wenn ich auf dieser Kante hier irgendwie stehen bleiben könnte, du? Nee, dann fällst du durch, kannst du drauf stehen. Na komm schon, jetzt auf. Na los. Also sag mal, ich krieg das Schloss nicht geknackt, oder? Jetzt habe ich sie geknackt, jawohl. Ich finde es immer wieder schön, so dieses kribbelnde Gefühl, wenn man aus einer Powerrüstung hochsteigt. Ja, das stimmt. Das finde ich gemein, ne? Ja, bringt Spannung rein. Das bringt echt Spannung, ja. So, das habe ich hin. Hey. Das war ja ganz interessant hier. Oh, hier ist noch ein Safi-Line. Den kann ich auch noch knacken. Oh, hier, guck mal. Nee. Neo bei mir hier. Jawohl, auf. Total voll technische Daten, hey, das bringt nochmal Punkte. Oder ist der große Lack abgeplatzt? Oder soll das Vogelscheiße sein? Hat im Fotomodus. Achso, Foto. Foto. Ah, Foto, Feuer, Foto. Feuerwerk. Der weg, Meisterschütze wieder rein. Und wieder volles Feuer. Stimmt das jetzt wieder? Jawohl. Bloß so wenig. ...138, meine Explosiv. Ah ja, alles klar, das ist gut. Mal wieder was essen. Oh oh. Oh oh. Ich muss erstmal... Da seid ihr drauf. Seid ihr da oben drauf? Ja, ganz. Das ganz sieht ja genial aus. Wir wollten eigentlich ganz drauf, aber es geht leider nicht. Jawohl. Das ist nicht gewollt, ja. Ein Schrott. Muss ich schon wieder reparieren? Ne, die ist gut, die kann ich aber. Ne, der brauchen wir. Den, die Explosiv. Wieder auf volle 100. Der ist gut. Der ist Quatsch, den brauche ich nicht. Gut. Ach, nee, das geht nicht. Den kann ich nicht verwursten. Das kann ich verwursten. Dann habe ich Stoff. Das werde ich nicht verwursten, das werde ich auch nicht verwursten. Und das werde ich verwursten. Und schon bin ich wieder ein paar Dinge leichter. Nicht viel, aber wenig. So. Jetzt komme ich mal wieder zu euch raus. Wasser. Das ist hier so interessant, aber auch noch, muss ich jetzt ehrlich gestehen. Kann man hier noch höher? Innen muss man doch auch rauskommen nachher, ne? Aber ich glaube, das war es hier auch schon. Ich sehe hier oben nichts mit Türen. Abgenutztes Klemmblatt. Ein Klemmblatt. Oh, ein Mikroskop. Nanu, was kann man denn da schon draus gewinnen? Ach, da sind diese komischen Kammern hier.
für diese Experimente. Auf Dach wollte ich ja noch, wie den Kronkorken. Aber Neo, ich glaube, hier drüben auf die Flasche hat man eine höhere Chance drauf zu kommen, weil die da Schornstein daneben ist. Die doch nicht waren, die Flasche ist zu weit weg. Ich habe mich geirrt. Ja, dafür kann man da kann man reingehen. Das ist ja ein ganzes Gebäude, ja. Bist du wieder abgestürzt? Ich habe hier gerade das Foto, wo der Mr. Fuzzy mit der Kochmütze an der Pfanne sitzt, auf dem Balkon, und darunter die Kronkorkendose. Mhm, genau. Und der Lexi sitzt daneben, genau. Der Hase. Ach ja. Oh, was ist hier los? Hä? Dicke Explosion, was war hier los? Ihr seid jetzt, wo auf dem Dach? Ach, da hinten auf dem Dach. Also wieder aufs Dach, ja? Warte, zum Neo sein Post, da muss ich auch gleich mal gegenhalten. Gegensteuern. Oder mitsteuern, wie nennt man das? Gegensteuern. Ja, in die andere große Nuka-Flasche kann man reingehen. Kommst du unten rein. Im ersten Bild guckt der Neo natürlich weg. Da muss man switchen. So? So, die Richtung? Oder wo soll ich hingucken? Nee, jetzt, nee, ich bin schon wieder beim. Achso. So, wo ist das? Wo auf dem Dach jetzt? Da oben bei euch ist das der Kronkorken? Die Kronkorken? Ja, nee, geh mal auf die andere Seite von da, wo du jetzt bist. Also, warte, ich komm, ich zeig's dir mal. Wo ich jetzt gleich runterfalle. Aber Schwein gehabt. Wo ich bald wieder runtergeflogen wäre. Oh. Also, ich komm zu dir, ich zeig's dir. Kann ich jetzt nicht wieder so hochspringen? Doch. Ja, genau da und jetzt nach links. Genau da lang. Ja, weiter. Ja, hier, links. Hier. Warte, Karte setzen, Steuerfahren da rein. Hinten bei geschmiedetes Glück. So. Blutiger Tod raus. Fotos drin. Und den Steuerfahren da rein. Da drüben war ich da schon? Achso, da war ich schon, ja. Ey, wann hast denn du das Foto gemacht? Erst gerade. Wo wir dort standen, beide. Ey? Ey, wann haben wir denn da zusammen? Wow, das hat sich gelohnt. Ich hab mich neben dich gestellt und das Foto gemacht. Foto. Beim ersten Foto hat deine Rüstung zur Seite geguckt, da habe ich das später dann noch machen müssen. Ja, nicht mitgekriegt, dass du da neben mich standst, ist ja geil. Ja, dieser Stalker, ne? So. Okay, wollen wir mal reingehen? Ja, war ich ja gerade. Wo ist denn diese riesengroße Flasche? Ach, hier drüben. Ne? Ach, in die Fabrik müssen wir jetzt nicht, weil da gibt es auch Rotkorken. Ja, war nur eine Idee. Müssen wir ja. Nee, ich war da gerade drin, ja, weil ihr, als ihr da oben die Dachakrobatik abgezogen habt. Da habe ich drin mal alles durchsucht, habe mal ein paar EP gesammelt, indem ich ein paar Ghule verbrannte und so niedergemetzelt habe. Sonst wäre die Idee gut gewesen, aber ich wollte mir ein bisschen die Zeit vertreiben. Na, hast du die Karte drin? Waren ein paar Kronkorken vor euch jetzt zu hören? Ja, die habe ich gesammelt. 30 und 48 oder so waren das. Also es hat sich schon gelohnt. So, ich werde mal die Flasche hier drüben öffnen, ne? Also ich weiß, dass ich damals da irgendwie reingekommen bin. Wenn man die große Flasche da oben öffnet. Was seid ihr denn? Hä, Flasche? Da. Nee, ne? Oh, die ist ziemlich weit weg, oder? Nee, fliegt da hinten, ich sehe sie, wo die hinfliegt. Die Nuke ist durchgeflogen, oder? Ja. Ich bin da reingekommen. Die ist im Fluss. Okay, das Ding ist irgendwie gar nicht als wie da. Also meine Atombombe ist gerade durch die Flasche, durchs Gebäude durch. Also wenn du außen rangehst, dann glitscht man so ein bisschen durch, dann kannst du die Innenseite sehen. Kronkorken. Ich springe einfach mal dagegen. Okay, ich glitsche auch durch, hier gibt's keine Wände, nicht wirklich. Jetzt ganz drin, ne? Ich bin drin, ich bin von oben reingesprungen. Ne? Ah, jetzt bin ich auch drin. Ah, hier ist sogar ein Roboter. Aber ich kann nicht weiterlaufen. Doch nicht. Man kann
kann bloß, ach so, man kann bloß in diesem Viertel hier. Wo ist der Roboter? Der Roboter ist hier. Ah, hier ist er. Könnt sie einfach mir hinterher, dann muss sie durch die Wand laufen. Durch die Wand? Ach. Anwendung tödlicher Gewalt. Richten Sie. Das ist ja der Hammer. Ja. Wir stecken auch zur Hälfte in der, im Fußboden hier. Ja, ich sehe das. Also hier sollen wir praktisch nicht rein. Naja. Das ist wieder, also hier sollen wir nicht rein. Hier ist auch eine Beleuchtung trotzdem drin, ne? Ja, stimmt, Lampen. Also schon von innen beleuchtet. Nein! Oh, mitten ins Gesicht gesprungen. Aber mit diesem Schlussbild aus dem Flaschenhals beende ich auch schon wieder die Aufnahme. Komm mal zu mir, da hast du noch ein schönes Werbeplakat hier. Ein paar große, lange. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Das ist geil. Oh, das ist richtig gut. Habe ich auch so als Schlussaufnahme aufgenommen hier. Warte mal, da muss ich gleich mal. Daneben ist das Nuka-Computer. Foto mit dem Nuka Girl. Da haben sie die Rakete davor gebaut hier. Das ist ja leider. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.